Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VS Village. Ich höre es die ganze Zeit nur blinken, blinken. Gebäude ist voll, Gebäude ist voll. Ja, mein Gott, ich weiß, dass das Gebäude voll ist hier. Das Gebäude quillt fast über. Und wir werden mal gucken, dass wir hier so ein paar Sachen. Die holen ja auch andauernd hier Sachen wieder raus. Ist ja auch toll. Und so, aber hier in der Scheune hier, glaube ich. Ist fast nichts drin, oder? Das ist ja noch nicht mal voll. Wir werden mal gucken, ob wir in dieser Folge erstmal hier die Karawane mal einsetzen. Zack. Und zwar werden wir mal ein paar Essenssachen rüberbringen. Ja, oder? Von dem. Ha? Mensch. Ja, das. Welches Gebäude ist denn jetzt voll? Jetzt ist das wieder voll. Guck mal, es blinkt und dann ist es wieder voll, dann ist es nicht voll. Wie? Pausieren oder Arbeit fortsetzen? Ja, pausieren. Gehen die da jetzt trotzdem rein und dann, oder? Heißt, wenn das jetzt pausiert ist, ist das denn jetzt, richtig? Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was mir auch so aufgefallen ist, wie die Karawane jetzt wirklich funktioniert. Wir haben jetzt, wie gesagt, Winter. Ich habe jetzt erstmal den Herbst so ein bisschen kommen lassen, weil wir ja Probleme hatten mit dem Fischer-Ding. Der hat jetzt gar keinen, ja genau, der hat noch gar keinen Auftrag. Wir haben jetzt 280 Kohle da. Wir haben über 3000 Stein. Alter. Ja, und ich habe ja gesagt, ich will auf jeden Fall Häuser bauen. Und ich werde wahrscheinlich mit dem Haus anfangen. Ja, mit dem werde ich anfangen. Und dann fange ich an mit dem Bäcker hier. Oder warte, stopp. Bevor wir. Ah, der baut jetzt was hin, ne? Ah, Mist. Okay, gut, dann ist das so. Und Schwein starb bei einem Angriff eines Tieres. Wie kann das sein? Ich habe da einen Wachturm stehen und dann. Ah, meine Fresse. Ja, verstehe ich nicht. Gut, jetzt werden die Schweine alle getötet gerade. Soll ich daneben vielleicht noch ein, warte mal, wo haben wir denn hier einen? Wo ist da der? Nein. Wo ist der hin, Mensch? Aha. Hier. Geh zurück. Geh zurück. Erstmal Ressourcen ablegen, bitte. Ja, komm. Geh hin, geh vor. Muss mal eben gucken, wo da der Typi ist. Und dann habe ich hier die drei. Und dann werde ich den mal eben kurz erledigen. Hier sind die Schweine, okay. Habt ihr das gesehen? Der hat sich aber gerade irgendwie anders hingelegt. Wo sind hier die Tiere hin, ey? Das ist doch nicht. Wo sind hier die Wildtiere hin? Und von wo können da die Tiere herkommen? Mal gucken, ja. Erstmal gucken und dann staunen. Wenn du hier irgendwie was hast, ne, dann ist aber was los hier, ey. Kann nicht sein, dass die Schweine hier nach und nach alle sterben. Ja, okay. So, nimm deine Sachen mit. Ich weiß das jetzt nicht, woher die Tiere kommen.
aus welcher Ecke die vor allen Dingen kommen. Ich habe das echt keine Ahnung. Das sind 3 Schweine, habe ich verloren. Ist irgendwie komisch. 40 Fleisch, 4 Dings, okay. Ich habe aber wieder 14 Schweine da. Ganz komisch. Ah ja. Ich werde das mal so ein bisschen im Auge behalten vielleicht. Die Kühe haben sie auch schon am Schlachten gehabt erst. Und jetzt sind sie hier nicht dabei. So, ich habe ja hier vor, haben die das Haus gebaut? Ne, die sind immer noch dabei, das Haus zu bauen. Okay. Ich habe hier aber einen eingestellt, ne? Genau. Das Jäger anzuheuern. Ja, habe ich gemacht. Was für eine Statistik, du hast noch nichts gemacht. So, ich will auf jeden Fall, was haben wir hier denn? Straßenlaterne. Habe ich eine Straßenlaterne? Okay. Das möchte ich auch bauen. Wenn, dann sollst du schon gebaut werden. Ich könnte natürlich, ich habe 39 Leute hier. Ich werde natürlich die meisten wieder hier einfach in die Mine packen, damit die noch ein paar Steine und so packen können. So, hier kommen voll. Jetzt habe ich noch 13 Leute über. Die können dann erstmal... Ja, komm, ihr müsst euch dann schon Kohle und so selber holen. Und essen natürlich. Dann werde ich hier das Haus machen. Und da das Haus machen. Schon mal. Und die Häuser werde ich dann auch gleich ausbauen. Das heißt nicht gleich hier Kinder machen und so. Ach so, den Sammler müsste ich auch wieder eintauschen. Okay. Sammler und den Apotheker hier auch, ne? Genau. Weil sammeln tun die jetzt eh nicht mehr. So, ich müsste mal ein bisschen schneller machen hier. Zack, in 5-facher Geschwindigkeit. Dann geht das vielleicht. Guck mal, zack, jetzt hat er kein Essen, ne? Was haben die da? Die haben jetzt nur Kohle da. Alles klar, das Haus brennt schon mal. Und Essen kommt auch gleich. Ja, siehst du, super. Und jetzt kommt das Essen, jetzt hat er auch Essen da. Siehst du, so. So läuft der Hase hier. Hier ist der Bienenstock. Ja, und die Straßenlaterne hier, die bauen wir dann auch gleich schon mal auf. Ist die auch schon fertig. Und dann wird so langsam die Mühle und den Bäcker, den habe ich ja sowieso vor. Den wollte ich auf jeden Fall machen. Und was ist das hier? Feld. Vogelscheuche. Ach so, okay, man sieht das gar nicht, ne? Alter. Da ist ein Bär. Habt ihr ihn nicht gesehen? Okay, ich werde gleich mal gucken. Boah, Alter, wenn der das hier alles gebaut hat schon, dann werde ich da auf jeden Fall mal ganz schnell auch auf Ausbauen gehen. Weil bevor die Leute sich da alle einquartieren, und es ist nicht ausgebaut. Das wäre natürlich übel, wenn sich da die Leute schon alle einnisten. Weil da gehen bestimmt hier die ganzen Bergleute rein, mit Sicherheit. Wir haben 99 Leute, Leute. 99 Leute haben wir. Sehr geil. Oh, guck mal, der ist irgendwie schneller. Der ist irgendwie schneller gerade. Der hat 2. Der hat auch 2. Aber der ist jetzt genauso schnell wie der. Ist die Hütte denn jetzt schneller fertig oder ist die Hütte schneller fertig? Ich weiß das nicht genau. So, jetzt ist sie fertig. Die Hütte ist fertig, schnell upgraden. Schnell upgraden, bevor da irgendwas passiert. Ja. Jetzt baut er hier dran. Ja, genau. Hier ist auch, zack, und erstmal upgraden. Jawohl. Aber wir haben schon früher. Das ist ja geil. Heißt, ich muss die Leute wieder aus den Minen und alles holen. 4 reicht erstmal. Jo.
Und mein Handy geht schon wieder ab, ey, mit irgendwelchen Nachrichten und Fußball und was auch immer. Und wir haben plus 0. Ja, ich warte aber noch. Es kann auch wieder auf minus 1 gehen. Deswegen warte ich dann noch eben. Und wir haben ja hier auch noch die haben wir auch noch, ne? Also das Bienenhaus wird dann dieses Jahr auch in Beschlag genommen. Das heißt, wir haben gleich die ganzen Leute über, die dann die Häuser hier machen werden. So, dieses Haus ist dann fertig und das Haus ist dann auch gleich fertig. Und dann kann ich nämlich anfangen, ein Baby wurde geboren. Ja, das ist natürlich klar, ne? Dass jetzt Babys kommen. Jäger, wir haben noch einen Jäger hier irgendwo. Warum macht er das nicht? Ich verstehe das nicht, Leute. Okay, der Rasen geht. Wird doch mal hell. Okay, plus 1. Gut, dann kommen die Leute jetzt auf die Felder. 16, 18, 3 auf die. 3 auf die Felder. Dann den Sammler, 3 Stück. Dann den Apotheker hier. Zack. So, dann habe ich noch 13 Leute über. Heißt, das Haus ist fertig? Sehr gut. Nein, ist noch nicht fertig. Noch nicht ganz. Das Dach fehlt noch. Das Stroh fehlt noch. Dann ist das Haus auch fertig. Jawohl, das Haus ist fertig. Jetzt kann es bewohnt werden, auf jeden Fall. Viel Spaß beim Wohnen. 4 Leute passen rein. Ist schon mal geil. Boah, und zack, voll. Finde ich ja super. Jetzt wird erstmal durchgekehrt. Ich bin da rein. Nein, ich bin da rein. Nein, ich bin rein. Nein, du darfst nicht. Sehr geil. So, dann, das heißt, wir können jetzt endlich den Bäcker gleich bauen. Und dann machen wir hier noch die Hütten fertig. Und dann das Lagerhaus und die Scheune. Aber wie gesagt, der braucht noch 3 Versuche. Dann ist das fertig. Und dann können die Bienen endlich mal einsortiert werden hier. Dann habe ich endlich einen, der hier Bienen machen kann. Also Honig. 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 Noch ein. Komm, ein Schlag noch. Erstmal Segen hier. Jawohl. Wie viele Leute können wir dafür einsetzen? 6 Stück. Na komm, machen wir das auch. Hier hast du 6 Leute. Wir haben noch 8 Leute über. Zack, jetzt habe ich wieder 14 hier, die nichts machen. Aber die 14, die hier, die wir was machen können, die werden jetzt hier erstmal beim Bäcker helfen. Start. Die werden dann jetzt beim Bäcker helfen. Und dann werde ich, danach kommt die Windmühle. Und dann werde ich nochmal gucken mit unserem, hier, ja, mit unserem kleinen, kläglichen, ich weiß nicht, wie rum das gehört, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie das gehört. Einer scheint wohl müde zu sein. Aber wahrscheinlich auch, weil der so einen weiten, weiten Weg hat. Ich werde auch das Haus mal eben bauen. Nicht, dass das nicht gebaut werden müsste. Und das Haus baue ich jetzt. Dann baue ich die Felder noch. Weil, wenn wir mehr Leute haben, wir haben jetzt 101 Leute. Jawohl, wir haben es geschafft. Über 100 haben wir geschafft. Sehr geil. Und ich muss immer noch gucken, wie das hier gebaut wird. Wie rum muss das überhaupt gebaut werden? Ich muss mal erstmal gucken, wie rum das überhaupt gebaut werden muss. So kann das gebaut werden, oder was? Muss das dann so weit rein, dass das, dass wir hier... Jetzt kann es ja nicht mehr gebaut werden. Jetzt kann es wieder gebaut werden. Das heißt, ich muss mal eben so von oben gucken. Also das heißt, hier kann nicht gebaut werden, hier kann gebaut werden. Genau, warte mal. Jetzt drehe ich das mal eben, weil ich ja eben irgendwas gucken will. Das heißt, hier... Zack, also muss das so gemacht werden, oder wie? Ich weiß das nicht gerade. Nicht, dass das nachher wieder heißt, ich kann nicht weiterbauen. Ich weiß nicht, wie das geht. Okay. Das heißt, Fische können in Nahrung gezüchtet werden. Die Fischfarm muss auf dem Wasser gebaut werden und eine Brückenverbindung ist nötig.
Ah, okay. Also ich muss das auf dem Wasser bauen. Aber erst muss ich da so eine Art Brückenverbindung haben. Oder wie? Ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Brückenstufe. Warte, ich muss mal eben was gucken. Wie muss ich das am besten machen? So rum? So rum oder was? Nee, so kann ich das nicht bauen. So rum kann ich das bauen. So rum? Ich weiß zwar nicht, ob das okay ist so. Ich habe da keine Ahnung von. Sollen die mal bauen? Ich habe jetzt noch überhaupt keine Ahnung. Und vielleicht muss ich dann noch so ein Stück bauen. So ein Stück. Und dann kann ich das dran bauen oder so. Sollen die einfach mal machen? 10 Holz ist schon mal da. Achso, wir haben keinen, der das baut. Okay, alles klar. Hier, komm, baut das. Hier, zack, so 6 Leute. Da wird ja wohl einer dabei sein, der das eben baut, oder? Bevor er jetzt hier den Bäcker und so baut. Ja, der Bäcker ist schon fast fertig mit dem. Jetzt müssen noch 34 Schritte. Und das wird gebaut, die Häuser werden gebaut. Alter, hier geht das jetzt rund. Hier wird jetzt gebaut und wir werden immer größer und größer. Und ich finde das so geil. Wir haben es geschafft. 100 Leute haben wir jetzt geschafft. Dieses Hütchen müsste ich auch noch machen. Und ich kann jetzt hier noch ein paar Hütten bauen dann. Und ich bin mal echt gespannt. Ich mache jetzt mal 9 hin. Weil, komm. Dann wird das auch gleich gemacht. Dann gucken wir uns das mal eben an, wie das aussieht. Dann wollen wir mal sehen, was jetzt hier Sache ist. Weil mich interessiert es gerade sehr, wie das auch aussehen wird. Okay, der hat da ein bisschen gesägt und ich bin außer Atem, ich muss weg hier. Kommt der denn gleich wieder von da hinten irgendwo? Wir haben übrigens 44.000 Essen. Wir haben 4.800 Fleisch und wir haben nur noch 20 Eier. Gut, dann werden wir mal kurz die Eier sperren. Guck mal, wir haben 1.500 Milch, aber keiner trinkt die. Wer braucht schon Milch, wenn man Wasser haben kann aus dem Brunnen? Ah, da kommt einer wieder. Also eine Brückenverbindung ist nötig, okay? Weil wir müssen das anscheinend auf dem Wasser bauen. Ist dann... Hä? Kommen die da denn überhaupt hin? Hallo? Was ist das denn für eine Brücke? Alter, das tut mir jetzt leid. Aber die wird abgerissen. Vielleicht sollte ich doch einfach mit einer geraden Brücke anfangen. Mit dem geraden Stück. Wo haben wir die? Da mit dem geraden Stück hier. Oder? Das sieht ja schon fast viel besser aus. Ich muss mal eben wieder von oben gucken. Ja, erstmal speichern natürlich. Klar, ist ja auch logisch. Speichern ist auch wichtig, ne? Dann baut er das hier wieder ab. Genau, ja. Boah, ich habe das gerade mit kleinster Arbeit dran gemacht und jetzt... Boah. 5 Leute. Ja, ich mache mal eben weniger. Ja, guck mal, die Häuser stehen schon alle. Der Bäcker steht auch gleich. Das ist doch schon mal super. Wenn die Brücke, dann kann gleich die Windmühle ran. Und dann machen wir hier noch die Scheune und das Lagerhaus. Guck mal, so, und jetzt drehe ich das mal. Guck mal, das kann doch gemacht werden hier. Zack, so. Oder?
Ja, ich lasse ihn erstmal bauen und dann baue ich den anderen dran. Sag nicht, du kannst das nicht bauen. Wie soll ich da hin, Mutti? Ah, okay. Ich will nur wissen, wie ich das am besten bauen soll. Soll das Haus da auf dem Wasser sein? Oder kann das hier am Rand sein? Das weiß ich nicht, weil wenn da jetzt nur so eine Art Brücke sein muss. So, und jetzt drehen. Genau. Zack. Ich glaube, ich habe da jetzt einen Fehler gemacht, aber mal gucken, wie das gleich aussieht. Sorry, dass ich jetzt gerade bei der Brücke dabei bin, am gucken bin und so. Aber wir müssen ja erstmal gucken hier, ob der da überhaupt am Bauen ist. Da kommt noch jemand mit Holz. Sehr geil. Nein! Ach, je. Echt jetzt? Ja, du sollst da ja auch nichts bauen. Pause. Aber den kannst du doch fertig bauen. Ach, meine Fresse, ey. Warte. Abreißen. Abreißen. Ach Mann, ey. Okay. Ja gut. Ist ja also... Mit diesem Brückenbau verabschiede ich mich erstmal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einfach eine kleine Bewertung da. Ich werde hier nochmal ein paar Sachen machen hier. Bisschen ebnen gleich so zwischendurch. Und dann sehen wir uns gleich wieder zu einer neuen Aufnahme. Zu Forest Village. Der Lehrer ist gestorben. Nein! Wer soll die Schüler bloß unterrichten, wenn der Lehrer nicht mit da ist? Lass hier einfach einen anderen Lehrer ran. Und dann gucken wir mal. In der nächsten Folge, würde ich mal sagen. Hallo, macht ihr das hier auch? Baut ihr die auch eben ab, die Brücke hier? Einfach abbauen. Wie wär's denn? Hier einfach mal priorisieren. Zack. Macht das mal eben bitte. Und jetzt ist ein Schwein wieder gestorben. Ich hab da einen Wachturm, ja? Und der sollte eigentlich Pfeile schießen. Warum macht er das nicht? Ist das Krankenhaus da jetzt im Weg oder was? Oder was ist da los? Oder warum macht er das nicht? Was ist da bloß los mit den Leuten, ey? Boah, ist doch nicht wahr. Ja, so. Bisschen mache ich noch. Nee, eigentlich nicht mehr. Guck mal, wir haben schon... Alter, wir haben schon viel... Oh, nee. Wie sieht das denn jetzt aus? Sieht aus wie eine Küste voller... Mach doch einfach hier. Warum macht er das nicht? Warum macht er den nicht gerade? Verstehe ich gerade nicht. Warum macht er den nicht gerade? Hä? Toll. Wie kann ich das sonst machen? Den hier? Ebene gemäß dieser Höhe. Ah, okay. Ah, okay.
Hat er schon wieder irgendwas gemacht? Ist nicht wahr. Ich habe hier irgendwas gemacht. Guck mal, der will Torte essen. Nein, was macht er denn? Ich mach mal eben was. Vielleicht macht er dann so ein bisschen was. Komm, ich weiß, der macht Ham. Der macht das jetzt weg. Warum macht er das nicht weg? Ja, ich habe keine Ahnung, was er da macht, Mensch. Ich würde sagen, ich bin aber jetzt erstmal raus. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine kleine Bewertung da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu Forest Village. In dem Sinne, haut rein. Bis denn. Und ciao.